Hallo Leute, guten Morgen. Guten Morgen! Heute werden wir das Märchen Die Bremer Stadt müssen kannten mal anders lernen. Seid ihr fertig? Es kann also losgehen. Es war einmal ein Esel. Der Esel hat lange für einen Müller gearbeitet. Aber jetzt ist er alt und müde und der Müller will den Esel nicht mehr. Der Esel ist traurig und geht weg. Er will nach Bremen Musik machen. Er will Bremen Stadtmusikant werden. Auf der Straße sieht er einen Hund. Der ist auch alt und müde. Er kann nicht mehr jagen. Da will der Jäger den alten Hund erschießen. Komm doch mit, sagt der Esel. So geht jetzt der alte Hund mit dem Esel nach Bremen. Da sitzt eine Katze an der Straße. Sie ist auch alt und kann keine Mäuse mehr fangen. Die Frau will sie töten. Geh mit uns nach Bremen. Du machst schöne Nachtmusik. So geht die Katze mit dem Esel und dem Hund. Da kommen die drei zu einem Bauernhaus. Da ist ein Hahn und schreit laut, weil die Hausfrau ihn in der Suppe kochen will. Ach, geh lieber mit uns nach Bremen. Wir können gut zusammen Musik machen. Und so geht auch der Hahn mit. Am Abend kommen die Tiere in den Wald. Sie wollen unter einem Baum schlafen. Nur der Hahn sitzt oben auf dem Baum. Da sieht er Licht im Haus. Die Tiere gehen zu dem Haus. Sie wollen durchs Fenster sehen, so steht der Hund auf dem Esel, die Katze auf dem Hund und der Hahn oben. Und was sehen sie? Am Tisch im Haus sitzen Räuber und essen und trinken. Da beginnen die Tiere laut zu singen. Der Esel, ia, der Hund, wau wau, die Katze, miau, und der Hahn, kikiriki. Die Räuber bekommen Angst und laufen schnell aus dem Haus. Die Tiere gehen ins Haus. Sie essen und trinken. Es ist warm und sie schlafen ein. Und wie geht es weiter? Überlegt euch die Geschichte. Viel Spaß!